Pharmaunternehmer Martin Schkolli zu 7 Jahren Haft verurteilt. Der wegen drastischer Preiserhöhungen bei einem lebensrettenden Medikament umstrittene Pharmaunternehmer Martin Schkolli ist zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Richterin Kim Matsumoto verkündete das Strafmaß am Freitag in New York, nachdem eine Jury ihn im August wegen Wertpapierbetrugs bereits schuldig gesprochen hatte. Bei dem Rechtsstreit in Brooklyn ging es nicht um Schkrelis Geschäfte im Pharma-Business, sondern um veruntreute Anlegergelder. Der 34-Jährige zeigte sich laut Berichten amerikanischer Medien im Gerichtssaal reuevoll. Geld war nie mein Beweggrund. Ich wollte meine Bedeutung und meinen Ruf vergrößern, zitierte er in der TV-Sender CNBC. Ich habe noch Arbeit zu leisten. Ich bin hier wegen meiner groben, dummen, fahrlässigen Fehler bei dem Head Gefons, MSMB. Laut Berichten kämpfte er mit den Tränen und bat die Richterin um Gnade, dankte aber auch dafür, nicht die von der Staatsanwaltschaft geforderten 15 Jahre Haft bekommen zu haben. Schkrelis Anwalt Ben Braffman kündigte in seinem Schlussplädoyer an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Es hätte deutlich schlimmer kommen können, sagte Braffman nach Verkündung des Strafmaßes. Die Richterin hat ihre Entscheidung gefällt und wir alle müssen damit leben. Nach richterlicher Anordnung vom Montag muss Schkrelli knapp 7,4 Millionen Dollar zahlen und unter anderem seinen Besitz am einzigen Exemplar eines Albums der Rap-Gruppe Wu-Tang Clan aufgeben, dessen Kauf unzählige Fans gegen ihn aufgebracht hatte. Aufgeblähter Wert von Head Gefunds. Den Wert der beiden zuvor von ihm geleiteten Hedgefonds MSMB Capital Management und MSMB Healthcare Management hatte Schkolli durch Aktienmanipulationen aufgebläht, urteilte die Jury im August. Dies wäre eine gute Zeit, um mich bei allen MSMB-Investoren zu entschuldigen, sagte Schkolli am Freitag mit zittriger Stimme. Es tut mir schrecklich leid, ihr Vertrauen verloren zu haben. Sie haben Besseres verdient. Bitte geben Sie mir eine Chance, zu zeigen, wozu ich fähig bin. Schkolli sitzt seit September im Gefängnis. Anwalt Braffman gestand ein, seinen Mandanten selbst manchmal kaum ertragen zu können. Es gibt Zeiten, in denen ich ihn umarmen und festhalten und beruhigen will, und es gibt Zeiten, in denen ich ihn ins Gesicht boxen will, sagte Braffman gemäß dem Finanznachrichtendienst Bloomberg. Dennoch sei Schkolli aber ein guter Mensch, der seine seltsamen, unangemessenen Verhaltensweisen nicht immer kontrollieren kann. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete Schkolli als Mann, der Verantwortung für sein Handeln übernehmen muss und als jemand, der keinerlei Respekt vor dem Gesetz habe. Es sei ein Fehler, den jungen Unternehmer als missverstandenes Genie zu sehen. Schkolli war 2015 in die Schlagzeilen geraten, als seine Firma Turing Pharmaceuticals den Preis für das Entzündungsmedikament Daraprim, das unter anderem AIDS-Patienten helfen soll, schlagartig von 13,5 auf 750 Dollar pro Pille anhob. Die Empörung über die drastische Preiserhöhung bei einem für manche Patienten überlebenswichtigen Medikament war riesig, Medien bezeichneten Schkolli teils als meistgehassten Mann Amerikas und Staatsfeind Nummer 1.